Moin und willkommen bei eurem Pokétuber Pokémoney von der ostfriesischen Küstenregion Alola. Let's go! Alola und moin, liebe Zuschauer und Fans von Pokémoney. Wie versprochen, möchte heute der Luca euch seine Sammlung zeigen, beziehungsweise da Lukas Sammlung auch schon mehrere tausend Karten groß ist, möchte er euch heute seine Highlights in seinem, ihr seht selber, seinem selbst kreierten Ordner für die Pokémon-Karten zeigen. Drum übergebe ich jetzt an den Luca Sonnemann. Erzähl mal, du bist dran. Hallo! Erzähl uns was zu deinen Karten, Luca. Das sind Wii. Wollen wir einmal rüberschwenken über Lukas Karten. Wie ihr schon wisst, wenn ihr aus meiner Pokémon-WhatsApp-Gruppe kommt, hat der Luca wahre Gold VGX Rainbow Finger, denn in jedem zwei. Er hat zwar schon vier Farmshock Booster gebraucht, um Smetbo V-Max und Smetbo V-Max Rainbow, die ihr gleich sehen werdet, zu pullen aus vier Boostern, der Kleine. Hat solche Lucky Hands. So, nächste Seite, mein Schatz. Genau, da kommen wir schon zum nächsten. Also, da verstecken sich nochmal zwei Karten: Pion Draghi V, Fiaro V, Belectro V, Kubuin V. Und dann geht's hier weiter. Da ist noch eine. Habe ich schon gezeigt. Haben wir hier und Lukas Puls, Dillion, Rainbow, Smetbo V-Max, gerade schon erwähnt, Rainbow, Terra Aura Rainbow. Und da haben wir Säure Leon GX Rainbow. Alles Lukas Puls. Ja. So, Schatz, nächste Seite. Das sind natürlich die Holos, wie man sehen kann. Erzähl du mal ein bisschen, ich möchte gar nicht so viel reden. Hier ist Glurak. Und da haben wir noch hier ganz viele Holos, kann man so sagen. Nächste Seite. Dann kommen wir zu der Seite. Hier unten. Da könnt ihr sehen, ich habe alle Smetbos. Smetbo V-Max und Smetbo V-Max Rainbow. Ja, richtig Goldfinger hat der Kleine. Nächste Seite, Luca. Ja. Aus vier Boostern. Ich bin durchgedreht hier zu Hause. Hier, die Goldkarten. Oh, du hast Goldkarten. Zwei habe ich leider nur davon, aber ist nicht so schlimm. Galamorzinger und Zwillingsenergie. Dann haben wir hier die GX. Oh ja, super, mein Schatz. Mhm. Klasse. Wenn keine Karten mehr passen, tue ich die natürlich in einen anderen Ordner. Hier sind die Weavers. Also Katagami GX. Und hier kommt ein Teil von Lukas Reverse-Karten. Er hat nämlich noch ziemlich viele Reverse-Holo-Karten in seinem Zimmer, wo er gar nicht dazu kommt, die in seinen Order zu packen. Und dahinter sind auch noch welche. Da er einen so großen Content hat. Ja. Auch an Match-Attack-Karten. Darum wird für euch demnächst ein Video kommen, wo Luca euch seine Match-Attack-Codes schenken möchte. Oder nicht, Luca? Ja. Genau. Ich hab zwei Reihen von Wiewürsten gemacht. Guck mal, noch. Das müssten Karten schon gewischt sein hier. Ja, das sind die Deutschen von den ganz alten. Mhm. Weiter. Dann kommen wir zu die hier. Genau, das sind Urschwuller-Karten. Hier kommen die Trainer. Lasst der Türchen dann nach oben da, wenn ihr möchtet. So, einmal Daumen nach oben für die Luca. Die hat Papa als Holo sogar. Mhm. Dann haben wir hier die Englischen. Kann man so sagen. Wish.com. Da haben wir noch ein paar andere Sachen hier. Und so. Ja, jetzt sind die ganze Reihe Weichen, außer die am Ende Inkt und Vollart. Genau, weiche Karten sind bei den Luca-Karten, die unholo sind. Als Kammeln, Ankammeln. Sogar habe ich Glurak in weich. Genau, als Unholo-Karte. Dann hier auch noch. Plätterei ist voll. Da habe ich so eine, die alte Zwillingsenergie und noch eine Blitzenergie und alles. Dann dahinter haben wir Glutexu. Vielleicht hier ein kleines Highlight. Rockus Vulpix als Trainer Card. Trainer Pokémon. Hier ist ein Arena, das ist nicht so schlimm. Und hier ein
Geschenke auch noch welche. Nochmal Glutexo. Ihr könnt ein Abo da fehlen noch mit Papa bis zu 340.000 Abonnenten. Ja, die 1000 wären schön. Fehlen noch. Hier haben wir auch noch. Dahinter. Und zum Schluss ein schönes Ende, nämlich Pia und Raghi wie Fuller hat von Luca gepult. Ja. Und das war erstmal Lukas Karten, die er im Ordner hat, liebe Zuschauer, liebe Fans. Lasst einen Daumen hoch, Lukas, kommentiert auch ruhig gerne. Danke. Und Melanie, wenn du dieses Video siehst, Luca hat sich super gefreut über den Bleistift und den Pokémon aus dem Pokémon-Blog aus der Mewtwo-Reihe, Box. Den Luca schon voll am Zeichnen. Da kann man den sehen. Genau, da hat er den Stift. Achso. Super, mein Schatz. Drum, Leute, bleibt am Pokéball. Lasst den Daumen nach oben für Luca da und bis zum nächsten Video. Catch it all. Euer Pokémoni und Luca. Bleibt am Pokéball. Euer Pokémoni. Catch it all.